Willkommen zu nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Squad-Builder von mir. Es ist heute mal wieder ein sehr interessantes Team. Es ist No Links Wasted, es ist sogar BSG und es ist im 3-4-3 mit zwei Spielern, die ich extrem gerne ausprobieren wollte. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Team selber ausprobieren würdet. Es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, ehrlich gesagt. Und wir haben hier immerhin drei Team of the Season-Spieler drin. Einen in Form, glaube ich. Und es ist wirklich ein ziemlich, ziemlich starkes Team. Also lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung für dieses hier da. Das Ganze habe ich auch schon im Livestream gezeigt. Das heißt, ihr merkt, es lohnt sich im Livestream vorbeizuschauen, wenn ich mal streame. Das könnte diese Woche irgendwann nochmal der Fall sein. Nächste Woche wird es nicht der Fall sein, weil ich dann in Bulgarien bin. Ich weiß auch gar nicht, ob der Squad-Builder kommt, wenn ich in Bulgarien bin oder schon früher. Je nachdem, müsst ihr aber auf jeden Fall in nächster Zeit in den Livestreams vorbeischauen. Die kündige ich mal auf YouTube und Facebook an. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie Instagram und RandyRun, wenn ihr Coins bzw. PS an der Microsoft-Guthaben braucht und mich weiter unterstützen möchtet. Wir labern nicht länger drum, sondern kommen zum Team. Es ist nicht sonderlich teuer, es geht vom Preis her und es ist wirklich sehr, sehr stark, obwohl es keinen einzigen Four-Star-Skiller hat und man muss dazu sagen, dass es nicht das schnellste Team ist. Das heißt, wenn ihr nicht ohne Pace spielen könnt, ist das Team wahrscheinlich für euch uninteressant, aber es ist auf jeden Fall schnell genug, um mit anderen Teams mitzuhalten. Ich habe jedes Spiel gewonnen, eins wurde jetzt in der 30. abgebrochen, deswegen, also das ist gerade quasi passiert, deswegen kann ich jetzt direkt im Anschluss den Squad-Builder noch aufnehmen und davor, ich glaube, eins wurde noch abgebrochen, bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, auf jeden Fall müsst ihr das bei den Stats berücksichtigen. Wir fangen mit dem Torwart und da haben wir einen Goalkeeper und zwar ist das der gute Martin Stecklenburg. Ehemals ein richtig geiler Keeper, vor allem in FIFA 12 und ich glaube auch FIFA 13, war er ein absolutes Monster, damals noch bei Roma, mittlerweile spielt er bei Monaco, hat gute Allround-Werte, aber ja, ist jetzt nicht so der allerkrasseste Keeper. 80 Hechten, 78 Reflexe, 75 Positioning, 74 Ballsicherheit. Er hat irgendwie die Werte von einem Silberkeeper, so mehr oder weniger. Ist dafür ein 97 groß, hat auch gut gehalten, kann man nichts gegen sagen, war wirklich ein guter Keeper. Also trotz der vielleicht nicht ganz so bombastischen Werte, kann man ihn auf jeden Fall benutzen und er hat seinen Job gut gemacht. Die Innenverteidigung besteht dann einmal aus Ayman Abdelnour, den ich erstmal finden muss. Da haben wir ihn auch schon und die nächsten beiden Spieler sind dann Silber und zwar sind das Aziz auf der rechten Seite und auf der linken Seite der Schweizer Mubanje. Ja, Mubanje, Abdelnour und Aziz, alle mit einem Tempo von 70, 72 und 73, also um die 70 rum und alle sehr, sehr stark. Ja, er ist nur 1,78 groß, er ist immerhin 1,87 und er ist durch 1,84, nee, 83, also nicht so riesig, aber dafür, ja, relativ gut, was das Verteidigen angeht. Vor allem Mubanje habe ich überrascht, hat, glaube ich, kein Kopfballduell verloren und war wirklich relativ stark, obwohl er halt ziemlich klein ist. Gerade was das Stellungsspiel angeht in der Defensive, ist Abdelnour natürlich im absoluten Vorteil mit seinen 80 Defending. Hat auch 86 Physik, er hat immer einen 76, er hat auch 76. Also die Verteidigung ist relativ schnell unterwegs, relativ gutes Stellungsspiel. Man hat damit absolut keine Probleme, obwohl es eine Dreierkette ist, auch weil die Mittelfeldspieler, also hier die hier, nicht die Flügelspieler, sondern die mittlere Mittelfeldspieler quasi mithelfen, genauso wie zentrale Mittelfeldspieler hinten. Also das ist wirklich ein sehr defensiv solides Team. Ich habe, glaube ich, auch nicht allzu viele Gegentore kassiert, obwohl es BSG ist und ich gegen Goldteams auch teilweise gespielt habe. Also auf jeden Fall empfehlenswert, vor allem Abdelnour ein richtiger Abräumer vor der Abwehr mit 86 Defending, von daher passt das auf jeden Fall. Zentrales Mittelfeld, da haben wir keinen Silberspieler, sondern einen Goldspieler, einen Gold-ZM und zwar ist das der gute Johan Kabay. Auf der anderen Seite haben wir einen Bronzespieler und zwar ist das der Team of the Season Most Consistent, wer ist er denn? Corentin, genau, Tolisso. Gut, Tolisso ist ein sehr, sehr guter Spieler, ist allerdings der torungefährlichste zentrale Mittelfeldspieler, den ich jemals gesehen habe. Also er war so oft mit vorne dabei, der war quasi offensiver als der Stürmer teilweise, kam aber niemals irgendwie dazu, den Ball ins Tor zu kriegen. Ist immer am Keeper gescheitert oder an sich selber, ich weiß nicht, woran das lag, wahrscheinlich daran, dass er Bronze ist und 50 Shooting hat. Ansonsten wirklich ein sehr solider Spieler, gerade defensiv extrem stark mit 78 Physik, aber auch im Aufbauspiel 70 passen, 75 Dribbling sind in Ordnung und 80 Tempo für einen zentralen Mittelfeldspieler, richtig, richtig geil. Also probiert ihn auf jeden Fall mal aus, auch in Bronze-Teams, wenn er eventuell welche bauen wollt, lohnt sich der auf jeden Fall. Kabay auf der anderen Seite ist ein Spieler, den ich allgemein sehr gerne benutze, hat 68 Tempo, gute Defensivwerte, einen guten Schuss, gutes Passen, ist ein Allrounder, kann sowohl nach vorne als auch nach hinten und ist wirklich ein sehr guter, hat 4 Tore gemacht, aber ich glaube 2 davon für mich und beide in einem Spiel, von daher auch er hat seinen Job erledigt und hat neben Tolisso sehr, sehr gut agiert. Linkes Mittelfeld haben wir einen Bronzespieler und zwar ist das der zweite und letzte, das ist Chala oder Kala oder wie auch immer der ausgesprochen wird, auf jeden Fall Schweizer von Basel. Rechtes Mittelfeld haben wir keinen Bronze Spieler, sondern Silberspieler und zwar ist das wieder ein Team of the Season und zwar Volkan Zen. Gut, Bateson hat gesagt, das ist der mit den Ingame-Sets, die er am krassesten findet. 86 Tempo, 85 Dribbling und gerade seine Ingame-Sets, was das Dribbling angeht, sind auch richtig, richtig gut. Hat 65 Shooting nur, dafür aber 75 passen und Leute, 72 Physics auf einem 86 Tempo und 85 Dribbling-Spieler ist schon richtig geil und Leute, sein Dribbling, alter Schwede, der Ball klebt an seinem Fuß, das ist nicht mehr normal. Hat nur ein Tor, eine Vorlage gemacht, war aber so oft davor, noch weitere Tore zu schießen, gerade auch, weil der Kollege, relativ, ich sag jetzt mal nicht schwachen Abschluss hat, sondern
durchschnittlichen Abschluss. Er hat öfter den Pfosten getroffen und ist oft auch einfach am Tor vorbei. Also der Torwart war eigentlich kein Problem, aber dann am Tor vorbei irgendwie. Also das war ein bisschen problematisch, aber auch sein linker Fuß ist überraschenderweise relativ stark. Ich dachte ehrlich gesagt, bis zum letzten Spiel, er wäre Linksfuß. Also trotz 3 Sterne Weakfoot geht das auf jeden Fall. Der Forster Skill wäre noch heißer, aber auch so eine richtig geile Karte. Gerade wegen dem Dribbling. Tempo-Dribbling mit LT, RT. Leute, probiert es mal aus. Das ist richtig, richtig nice. Dann Kalla auf der anderen Seite. Die Stats sehen nicht so krass aus. 72 Tempo nur, 65 Dribbling, dafür 74 Physics und 64 Shooting. Er hat 2 Tore gemacht und ist ein richtig guter Spieler. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir extrem gut gefallen, trotz seines geringen Tempos. Es fühlt sich nicht so langsam an. Wie gesagt, das Team ist allgemein nichts für Pace-Abuser. Und ich komme mit solchen langsamen Spielern oft gut klar. Und das war auch bei ihm der Fall, gerade weil er physisch relativ stark ist. Eine richtig gute Ergänzung. Ist eine Chemiehure, muss ich auch dazu sagen, aber hat sich auf jeden Fall gut gespielt. Linker Flügel ist dann der gute, ich weiß gar nicht, ich glaube Skelchen oder sowas heißt er mit Vornamen. Auf jeden Fall heißt er Gashi. Ist Albaner, ebenfalls von Basel. 82 Tempo, 82 Shooting, 70 Physik, 70 Dribbling und 71 Passen. Ist ein Team of the Season und ist richtig, richtig krass. 5 Tore in 4 Spielen, beziehungsweise 3,5 Spielen. Ich habe es ja gerade erklärt, mit dem einen abgebrochenen Spiel. 3 Sterne Skills und Weakwood leider nur. Mit Forster Skills wäre der richtig nice. Als Stürmer wäre der noch geiler, aber auch so als linker Flügelspieler geht das auf jeden Fall klar. Er ist schnell genug mit 82 Tempo und Leute, sein Schuss ist nicht mehr feierlich. Das ist so unfassbar, was der für eine linke Klebe hat. Also ich habe selten so einen starken Schuss gesehen wie von Skelzen oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Gashi. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der ausgesprochen wird. Vielleicht haben wir ja Basel-Fans oder Albaner dabei. Dann könnt ihr mir ein bisschen Nachhilfe geben. Aber auf jeden Fall eine empfehlenswerte Karte. Klar ist der Schweizer verlinken. Schweizer Liga, Basel haben nicht so viele kranke Spieler jetzt, aber immerhin frei beispielsweise. Also wenn ihr ein Silberteam baut oder ein BSG, könnt ihr den auf jeden Fall einbauen. Auch Kalla ist gar nicht mal so schlecht. Und Gashi lohnt sich auf jeden Fall, weil der richtig, richtig krank ist. Vor allem halt sein Schuss und sein Abschluss. Er ist quasi der zweite Stürmer in diesem Team. Auf der anderen Seite haben wir keinen Silberspieler, sondern einen Goldspieler. Und zwar ist das Lars Stindl. Der ist eher nicht so der Stürmertyp, aber ja, eher der Allrounder. Das heißt, er kann alles. Alle Werte über 70, alle Ingame-Stats, nicht ein einziger Orangener mittlerweile, glaube ich. 2 Tore, 3 Vorlagen, gute Freischusswerte, hat einen Freischuss reingemacht, hat 82 Shooting, das heißt ein guter Schuss, 78 Physics reicht auch aus, 80 Dribbling, 80 Passen, 77 Tempo, ist schnell genug mit 3 Sternen Skills und eben den 78 Physics, das reicht auf jeden Fall aus, um sich gegen Verteidiger durchzusetzen. Dazu halt gutes Dribbling, guter Schuss, ein gutes Tempo noch, also wirklich ein mega Allrounder und auch wenn er nicht die krankesten Werte hat, zumindest nicht für einen rechten Flügelspieler oder rechten Mittelfeldspieler, sondern eher für den Zentralen. Kann man den auf jeden Fall benutzen. Ist eine richtig geile Karte. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Natürlich einer meiner Lieblingsspieler. Wechselt im Sommer zu Gladbach, aber trotzdem, Leute. Ich bin ein bisschen voreingenommen, aber er war richtig stark. Und ich habe kein Spiel verloren. Er war in der Offensive einer der wichtigsten Faktoren. Von daher kann er ja gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Stürmer ist dann, ja, der gute Jimmy Briand mal wieder jetzt wahrscheinlich schon erwartet. Er war ja in dem anderen Team mit Alex Meyer Fußballgott drin. Da war er ja relativ stark. Eigentlich nicht so torgefährlich. Hier hat sich gerade in den letzten Spielen gelegt. Im letzten Spiel hat er ein richtig schönes Tor gemacht. Nach einem schönen Skillrun. Das habe ich aber leider noch nicht aufgenommen, weil es in der zweiten Minute war. Ist ein bisschen schade. Aber trotzdem, 24 Spiele, 19 Tore, 10 Vorlagen sprechen für sich. Nicht alle bei mir gemacht. Glaube ich zumindest. Aber trotzdem auf jeden Fall ein richtig geiler Spieler. Ich hoffe, er bleibt bei 96, sehr sympathischer Typ, gerade auch wieder er ist physisch stark, relativ schnell mit 80 Tempo, 72 Shooting, der Schuss ist also gut, Mittel-Mittel-Arbeitsrate, wie gesagt, stand ab und zu mal hinter Tolisso, aber das ist nicht so wild, weil trotzdem ist er immer noch torgefährlich geblieben und ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Das ist das Team, was mir momentan am meisten Spaß macht, das ist das BSG, was ich wahrscheinlich bis zum Ende von FIFA 15 behalten werde, auch wenn es keinen einzigen Forster-Skill hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein. Übrigens, Variabilität haben wir hier auch wieder, ne? Hier Perfecting einfach hinstellen, hier beispielsweise mal 3D-Second-Inform oder so weiter. Und hier könnt ihr auch variieren, wenn ihr einen Innenverteidiger aus der Ligue 1 habt. Beispielsweise Iori, dann hier Portugiesen und einen anderen vom gleichen Verein. Geht auf jeden Fall. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.